In dieser kurzen Serie versuchen wir, den VfB Lübeck vom Abstieg zu retten. Wir haben den Club anhand der realen Tabellenstände am 28. Spieltag auf dem 19. Platz der dritten Liga mit 7 Punkten Rückstand übernommen. Ja, und jetzt sind wir eben dabei, das Unmögliche möglich zu machen und den Verein vom Abstieg zu retten. Let's go. Also, so sieht die Tabelle am 30. Spieltag aus. Wir sind weiterhin 19. und haben immer noch 7 Punkte Rückstand. Ja, wir haben nämlich schon 2 Spiele gemacht in dieser Karriere, beziehungsweise in diesem kurzen Spielstand. 4:0 gegen die Zweite von Freiburg gewonnen und dann 3:2 unverdient gegen den Tabellenzweiten aus Regensburg verloren. Daher war wirklich sehr viel mehr drin. Und jetzt haben wir heute am 30. März das nächste Spiel zu Hause, auswärts in Köln gegen Viktoria Köln. Dann geht es nach Verl und dann haben wir heute noch Unterhaching vor der Brust, wir müssen einfach Punkte holen, denn die Vereine vor uns, die holen leider auch Punkte. Duisburg und Mannheim haben das letzte Spiel gewonnen jeweils. Das heißt, wir sind nicht nur 7 Punkte vom ersten Nichtabstiegsplatz weg, wir sind auch schon ein kleines Stück von Mannheim und von Duisburg weg. 6 Punkte von Duisburg, 4 von Mannheim. Also auch da müssen wir irgendwie versuchen, die beiden Clubs noch einzuholen. Wir haben noch 8 Spiele Zeit. Es ist noch alles drin, aber 7 Punkte in 8 Spielen ist schon eine Ansage. Deswegen lass uns mal in Richtung des nächsten Spiels gegen Köln gucken. Und auch hier schauen wir einfach mal rein, wie die Kölner wohl spielen werden. Und auch die werden in einem 4-4-2 spielen. Genau wie unser letzter Gegner aus Regensburg. Und da hat es ja ganz gut geklappt mit einem 4-2-3-1, das wir da auf den Rasen gebracht haben. Auch die wollen Ballbesitzfußball spielen. Also eher Tiki-Taka, kurze Pässe. Auch wieder krasses Pressing. Wahrscheinlich relativ eng werden die spielen. Ich glaube, wir können einfach genauso gegen Viktoria spielen, wie wir es eben gegen Regensburg oder wie wir es im letzten Spiel gegen Regensburg gemacht haben. Ich sage eben, weil ich das gerade eben aufgenommen habe. Und insofern würde ich das einfach mal versuchen, auch hier dann Boland als zurückgezogener Spielmacher einzustellen. Bellemé im Sturm, Schneider, Pulido, Velasco. Ich glaube, die Mannschaft an sich fand ich eigentlich ganz okay. Mit der können wir genauso in das nächste Spiel gehen. Es hat sich zum Glück seit dem letzten Video keiner mehr verletzt. Ja, im nächsten Spiel steht uns dann auch Yannick Sternberg wieder zur Verfügung, denn in der Realität eben bis zum nächsten Spiel verletzt ist und wir den realitätsgetreu bis dahin also dann auch nicht einsetzen werden. Ja, ich glaube, wir werden es einfach genauso machen. Ne? Auch hier wieder ein bisschen höher stehen, weiter aufrücken, Gegenpressing, Konter, einfach nochmal genau das Gleiche, weil es eigentlich ganz gut aussah. Die taktische Vertrautheit sieht mittlerweile eigentlich ganz okay aus, zumindest deutlich besser, als sie zu Beginn des Spielstands aussah. Da war es nämlich komplette Katastrophe. Ich habe jetzt sehr viel Taktik trainiert. Ich hoffe, das hat was gebracht und wir sehen es jetzt gleich auch auf dem Platz. Lass uns mal in das Spiel gegen Köln gehen, nach Köln und schauen, ob wir da vielleicht was mitnehmen können. Auf geht's. Also, der Druck lastet auf denen, was haben wir zu verlieren? Geht raus und sorgt für eine Überraschung. Zum Beispiel haben wir die Klasse zu verlieren. Aber egal, die spielen tatsächlich 4-4-2. Also genauso, wie man sie erwartet hat. Trainer hat keine Überraschung aus dem Ärmel geschüttelt. Auf geht's. Hier müssen wir jetzt gewinnen. Sonst wird's eng. Also ich meine, eng ist es so oder so, aber sonst wird's noch enger. Taffertshofer jetzt im Zentrum, spielt ihn rechts raus auf Velasco. Es ist immer noch die erste Spielminute. Velasco bekommt den Ball zurück von Sommer. Zurück auf Farona Pulido. Aus der Entfernung vielleicht Farona Pulido. Erste gute Möglichkeit für uns. Ball wird uns ausgelenkt und wir kriegen eine Ecke. Nach Ecken sollten wir ja eigentlich gefährlich sein mit unseren großen Spielern. Pulido auf den kurzen Pfosten. Dietz klärt Löden. Mit dem Fuß Taffertshofer knapp drüber. Oh, bitte nicht wieder diese Chancenverschwendung. Bitte nicht erneut. Jetzt haben wir schon zwei sehr, sehr gute Abschlüsse gehabt. Nächste Ecke für uns. Mirko Boland von der Seite. Wieder auf den kurzen Pfosten. Ball wird geklärt. Zweiter Anlauf. Sommer sammelt den Ball auf, spielt ihn wieder raus auf Mirko Boland. Linker Fuß ins Zentrum. Schneider bekommt den Ball am langen Pfosten. Schneider dreht sich wieder um. Jetzt Jan-Marc Schneider. Kurze Ecke. Die kurze Ecke wäre so frei gewesen. Jan bolzt das Ding einfach ins Tor. Was soll denn das? Aber wir kriegen wieder eine Ecke. Mirko Boland, das ist wieder eine sehr druckvolle Anfangsphase hier von uns. Wieder kurzer Pfosten. Also Löden gewinnt da überraschenderweise gar keinen Kopfball. Der Ball kommt aber auch nicht auf seinen Kopf. Ein bisschen ärgerlich. Mit Sprunghöhe 20, Kraft 17 oder was auch immer da hat. Sollte man auch eigentlich meinen, dass der ja ein paar Kopfballtore macht nach Ecken. Jetzt aber Köln mit der Ecke. Wir klären den Ball und Bellemé ist da relativ alleine. Müsste jetzt einfach mal losrennen. Genau das macht er auch. Bellemé auf links. Spielt den Ball einfach mal blind ins Zentrum. Und da kommt sogar ein Farona Pulido im Strafraum. Könnt ihn zurücklegen. Flankt ihn rein. Schneider. Elfmeter. Ist schon wieder Elfmeter für uns. Wie im ersten Spiel gegen Freiburg 2. Da haben wir 2 Elfmeter bekommen. Und da ist wieder Jan-Marc Schneider. Läuft an die 33. Macht das Ding. Diesmal rechts unten. Drittes Saisontor. Also der hat wahrscheinlich schon mehr als 3 Saisontore.
Aber während unserer Zeit hier das dritte Saisontor, 8. Minute, 1:0 VfB, ein extrem wichtiges Tor. Wie natürlich jedes Tor, das hier für uns fehlt. Und auch so verdammt wichtig, dass wir uns hier belohnen für eine richtig gute, für richtig gute 10 Minuten. Damit rücken wir ein bisschen näher dran hier an Arminia Bielefeld, die aktuell auch gerade spielen. Mirko Boland, nächste Ecke, 19. Minute. Wird den Ball reinbringen, Boland. Löden, da ist er! 2:0 VfB, 20. Minute. Let's go! Oh. Sehr gut. Schöne Ecke, schöner Kopfball von Yannick Löden. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Schädelt er das Ding da rein. Börtner ist zwar noch dran, hat aber keine Abwehrchancen. Wir führen hier mit 2:0 in Köln. Ein unfassbar wichtiges Ergebnis wäre das. Come on, Velasco holt sich den Ball wieder. Sommerlang. Können wir gleich den dritten nachlegen. Wir gehen nach vorne und natürlich sehr aggressiv drauf. Die müssen den Ball lang spielen. Oh, macht keinen Scheiß. Oh, sehr gut. Redemann, Kastenhofer. Oh nein. Oh, ich habe echt Sorgen, wenn ich sehe, wie die Jungs da hinten rausspielen. Aber das machen sie richtig gut. Meine Sorge ist unbegründet. Farona Pulido mit Platz auf der 10. Guter Ball. Dauda Belemé im Strafraum. Dauda Belemé mit links. Abseits. Schade. Und weiterhin spielt hier nur der VfB. 23. Minute. Robin Velasco über links. Immer noch Velasco. Macht das gut. Taffertshofer. Ulrich Taffertshofer schießt. Börtner ist da. Nächste Ecke für uns. Was ein Spiel hier von uns. Das ist ja... Das ist wieder so dominant, so druckvoll. Wäre schön, wenn wir das in der Realität auch mal hinkriegen würden. Farona Pulido auf Belemé, Boland, Redemann. Ach, schade. Schade, schade, schade. Guck mal, alle Spieler oder fast alle Spieler mit einer Bewertung über 7,0. Marseiler Eck kommt, Löden klärt, Velasco raus damit. Becker, Kubata. Oh, da muss er eigentlich schießen, ne? Da muss er eigentlich schießen, heißt er. Und Eigentor Löden. Es ist wieder die erste Szene gewesen, die Viktoria Köln hatte. Die erste gefährliche Szene und es steht 1:2. Also wir müssen, glaube ich, immer 5 Tore schießen, weil wir in den entscheidenden Szenen defensiv einfach nicht anwesend sind. Das ist echt hart, ne? Dass Löden sich das Ding auch noch selbst reinmarmelt. Freistoß, nächste gute Chance für Viktoria Köln. Dabei geht dieses Mal aber zum Glück ins Aus. Mirko Boland, Einwurf auf Redemann. Es gibt schon wieder Elfmeter für uns. Nehmen wir mit. Schneider. Come on, Jan. Schneider gegen Börtner. Schneider macht auch den. Nicht gut geschossen. Börtner ist sogar noch dran. Aber ist völlig egal. Unsere Nummer 33 in der 36. Minute zum 3:1 gegen Viktoria Köln. Komplett wildes Spiel hier schon wieder. Er war echt kacke geschossen. Den muss er eigentlich haben. Krankes Spiel. Echt krankes Spiel. Erstmal ein langer Einwurf von Mirko Boland. So lange war er gar nicht. Auf Schneider. Löden. Yannick Löden schießt mit links und der Ball prallt von Dauda Belemé irgendwie ab und landet im Tor. Wir führen 4:1 in Köln. Also wenn wir genauso weiterspielen, in den nächsten Spielen auch, dann habe ich echt ein verdammt gutes Gefühl für den Klassenerhalt, obwohl wir weiterhin 6 oder 7 Punkte hinten liegen. Ja, ich sag einfach mal, Belemé wollte das so. Kriegt ihn da irgendwie ans Knie und es steht 4:1 für uns. Was eine Halbzeit und was für ein dominantes Spiel wieder. Ne? 63% Ballbesitz, 92% angekommene Pässe, 2,75 XG. Natürlich wieder durch 2 Elfmeter. Wahnsinn. Also so gut habe ich den VfB dieses Jahr, glaube ich, noch nicht spielen sehen. Also falls die Schnorrenberg entlassen sollten. Ich habe zwar schon Urlaub gebucht, aber für den VfB würde ich, glaube ich, von einer Reiserücktrittsversicherung Gebrauch machen. Ich würde es machen. Ja. Okay, ich glaube, wir machen einfach genauso weiter. Es gibt auch keinen Grund, hier irgendwas zu ändern. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Köln wechselt zweimal. Die haben natürlich allen Grund, was zu ändern. Boah, ey. Wir gucken gleich mal, wie die anderen Spiele so laufen. Ich glaube aber, es sieht aktuell ganz gut aus.
Bielefeld-Duisburg steht 0-0. Ich glaube, da wären Unentschieden tatsächlich das optimale Ergebnis. Damit wären wir jetzt nur noch 5 Punkte entfernt vom Klassenerhalt. Waldhof Mannheim liegt zurück. Das ist wichtig. Und ich glaube, der Rest ist mir eigentlich egal. Also Waldhof, Duisburg und Bielefeld, das sind die Vereine, auf die wir gucken müssen. Halle ist schon ein bisschen zu weit weg. Die spielen nicht 1-1 gegen Regensburg und Freiburg. Ja, also nach unten müssen wir so oder so nicht gucken. Oder sollten wir so oder so nicht gucken. Das hat keinen Sinn. Deswegen schauen wir einfach nur nach oben, gucken, dass... ja, dass Duisburg, Bielefeld und Waldhof irgendwie ihre Spiele verlieren und wir unsere Spiele gewinnen. Ich glaube, wir haben sogar noch ein Spiel gegen Duisburg, meine ich. Das wird dann ein absolutes 6-Punkte-Spiel, ein Spiel ums Überleben. Ja, schöner Ball. Bellemé fast mit dem 5-1. War leicht abseits. Okay, 52. Minute. Wir machen einfach genau da weiter, wo wir in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Bellemé auf Haruna Pulido, der Ball rutscht durch auf Boland, Schneider. Zurück auf Redemann, der sich sehr gut an meine taktische Anweisung hält und zurückbleibt. Redemann geht jetzt aber doch mal über links, hält sich doch nicht an meine Anweisung. War ganz gut. Velasco. Eieieiei, also was Köln da hinten macht, das ist auch alles andere als sattelfest. Jetzt haben die aber mal den Ball über Becker, da der ganz alleine ist. War das ein Schuss, Alter? Okay. Kann man so machen. Jetzt kommen wir wieder über Leon Sommer. Robin Velasco. Ulrich Taffer-Zofer, Faruna Pulido. Das ist Fußball, ey. Das ist Fußball. Geil gespielt. Schneider ist durch. Pfosten. Hätte Schneiders Hattrick sein müssen eigentlich. In der 53. Aber der Ball klatscht an den Pfosten und von da aus ins Aus. Junge, in Köln wirkt hier komplett verunsichert. Die kriegen keinen Ball mehr an den eigenen Mann. Jetzt sind schon wieder wir im Angriff. Über Velasco, über rechts. Im Zentrum ist Bellemé. Der Ball fliegt wieder raus auf Velasco. Der bringt ihn einfach nochmal rein. Ja, wir sind einfach da. Wir sind einfach da. Oh, Philipp. Heister. Fritz. Lorch. Ja, jetzt haben sie doch mal ein paar Pässe am Stück hinbekommen. Ich will jetzt nicht anfangen, arrogant zu klingen, dass der FM kriegt das mit und dann kriege ich hier noch 3 Dinger. Ich kenne das Spiel mittlerweile zu gut. Handle. Flanke kommt. Becker. Und das ist das erste von 3. André Becker trifft. 2-4. Egal, Jungs. Einfach genauso weiter. Wir machen hier ein gutes Spiel und wir werden es auch gewinnen. 61. Freistoß Kastenhofer auf Schneider. Der beste Elfmeterschütze Deutschlands. Zurück auf Kastenhofer. Wieder Schneider. Ach, schade. Bellemé. Wieder Kastenhofer. Und Sören Redemann. Mirko Boland. Redemann. Viktoria wird uns da im Pressing nicht wirklich gefährlich aktuell. Wir haben halt mit Boland auf der Achter auch jemanden, der absolut in der Lage ist, diese Engs-Situation zu lösen. Mit Technik und mit Ruhe. Sommer, Velasco jetzt wieder über rechts. Velasco ist sehr aktiv hier in diesem Spiel. Legt ihn zurück auf Faruna Pulido aus der Entfernung. Pulido! Ans Lattenkreuz. Mach ihn doch, dann haben wir hier Ruhe. Also so mit 2-4. So ganz beruhigt bin ich noch nicht. Duisburg führt jetzt leider gegen Bielefeld. Damit zieht Duisburg an Bielefeld vorbei. Und wir sind weiterhin 6 Punkte hinter denen. Das ist nicht gut. Also Duisburg scheint sich hier aktuell so ein bisschen in Form zu spielen. Das heißt auch, dass wir keine Punkte liegen lassen dürfen. Flanke kommt. Bellemé am zweiten Pfosten. 5-2 für uns. Also wir können gewinnen, wie wir wollen. Wenn die Vereine über uns keine Punkte liegen lassen, dann steigen wir so oder so ab. Können wir jetzt wie Prime Real Madrid spielen. Sehr, sehr schönes Tor hier von Bellemé. Dann sollte das Spiel hier auch durch sein. Ich glaube, wir wechseln jetzt nochmal ein bisschen durch. Ich bringe nochmal Akono rein, ich bringe nochmal Thiel rein. Sommer nehme ich runter. Ich nehme, ja, Mirko Boland auf jeden Fall runter. Nicht, dass der sich noch verletzt. Auch Taffer-Zofer ist wichtig für uns. Nehmen wir mal Hauptmann vielleicht. Ja, Hauptmann ist jetzt zwar kein Sechser, aber der macht das trotzdem mal für die letzten 18 Minuten. Ich hoffe, dass das nicht mehr daneben geht jetzt. Schau mal, also ich hoffe, dass Bielefeld hier irgendwie noch den Ausgleich macht gegen Duisburg. Sieht aber nicht so aus. Freistoß Köln. Löden klärt. Sehr gut. 84. Minute mittlerweile. Handle. Flanke mit dem Außenrist. Wir klären. Also die Lufthoheit im eigenen Strafraum, die haben wir absolut. Flanken dürfen sie bringen. Oh, Dietz trifft. 3-5. Ich sag trotzdem, da passiert nichts mehr. 84. Minute. 4 Minuten Nachspielzeit. Es gibt noch mal eine Ecke für Köln. Marseiler bringt ihn rein. Philipp. Philipp!
Zeitspiel. Spiel verzögern. 4 Minuten Nachspielzeit. Bitte, Herr Schiedsrichter, pfeifen Sie einfach ab. Das darf nicht passieren. 92. Es gibt nochmal ein Highlight. Kastenhofer spielt ihn lange auf Akono. Da kommt aber nicht an. Heister. Najar. Heister. Najar. Herzog ist nicht dazwischen. Dietz spielt ihn lange auf Mustafa und der ist durch. Mustafa ist durch. Mustafa ist durch. Und trifft. Ich will nicht mehr. Ohne Scheiß. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. In jedem meiner Spielstände passiert das Gleiche. <lacht> 5:5. Alter, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ey, ich glaub's nicht, ne? Ich glaub's nicht. Jetzt sind wir 8 Punkte hinter Duisburg. Noch 7 Spiele. 5:5, Mann! Wir führen 4:1 und 5:2 und spielen noch 5:5 oder was? In der 90. und 93. Die machen Tore 84., 90., 93. Ich habe an der Taktik nichts geändert, weil ich dachte, komm, wenn ich was ändere, dann passieren schlimme Sachen. Dann habe ich nichts geändert und dann passieren schlimme Sachen. Ich werde nie defensiver im FM, auch wenn ich führe, weil das eigentlich nie was bringt. Weil, wenn du defensiver wirst, dann stellst du dich hinten rein, gibst deinem Gegner mehr Räume und da kommt dann zu Chancen und eventuell zu Toren. Wenn du aber weiter nach vorne spielst, wenn du weiter mutig spielst, dann ist aus meinem Verständnis heraus die Wahrscheinlichkeit geringer, dass genau das passiert. Und es passiert genau das. Es ist im Dortmund-Safe passiert, es passiert hier in diesem Safe. Vielleicht muss ich mal grundsätzlich überdenken, wie ich Führung verwalte, weil es ist ja kein Zufall mehr, dass das passiert. Es ist ja kein Zufall mehr. Aber 5:5, Alter. Unfassbar. Unfassbar. Wir haben sogar noch Bielefeld und Duisburg. Das heißt, es ist noch nicht durch. Naja, wir gehen mal ins nächste Spiel gegen Ferl. Zu Hause. An der Lohmühle. Boah, ey. Ich hole mir wieder einen Scouting-Bericht ab von Ferl, dass wir uns die nochmal vorher angucken können. Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es nicht. Bis gleich. So, es gibt hier noch eine Meldung, die vielleicht noch relevant für uns werden könnte. Und zwar hat Arminia Bielefeld den Trainer rausgeschmissen. Ja, neuer Trainer ist Carsten Neitzel. Der war vorher bei Rot-Weiß Essen, so wie es aussieht. Ach so, der war bei Kiel. Keine Ahnung. Ja, der schien bei Kiel gewesen zu sein. Der war mal Zweiter beim Trainer der Saison 2015 in Kiel. Okay. Und der trainiert jetzt Arminia Bielefeld. Na, schauen wir mal, was daraus wird. Wir müssen jetzt erstmal gegen Ferl gewinnen. Wir gucken uns gleich nochmal den Spieltag in der zweiten Liga an. Schauen nochmal, gegen wen Bielefeld und Duisburg spielen. Duisburg spielt gegen Essen, Mannheim. Die sind ja auch vor uns. Die spielen gegen Unterhaching. Und Bielefeld spielt in Ingolstadt. Da werden sie ja wohl hoffentlich verlieren. Wobei Ingolstadt ist auch nur Zehnter. Ich dachte, die sind weiter oben, ehrlich gesagt. Gegen wen spielt? Gegen Essen spielen die. Gegen Essen. Ich hoffe ja sehr, dass Duisburg gegen Essen verliert. Also normalerweise müsste das passieren, weil Essen ist eigentlich sehr gut drauf. Und Duisburg halt nicht. Und Ingolstadt hat das letzte Spiel scheinbar auch gewonnen. Die haben okay, Ingolstadt hat ewig nicht gewonnen. Da dürfen uns wahrscheinlich keine große Schützenhilfe erhoffen. Und Ingolstadt. Und Unterhaching sollte eigentlich gegen Mannheim gewinnen. Naja, schauen wir mal. Wir gucken auch hier nochmal ganz kurz auf den nächsten Gegner, wie die so spielen. Okay, die spielen Lange Hafer. Das ist mal was anderes. Ziel ist es, den längsten möglichen Ball nach vorne zu spielen, um so früh wie möglich in den Strafraum des Gegners einzudringen. Das heißt, wir sollten gegen die vielleicht nicht so hoch pressen. Lass uns da dann vielleicht mal auf jeden Fall weiter zurückziehen und die Pressinglinie auf Standard stellen. Ich denke, es ist trotzdem okay, hoch anzulaufen und die Verteidiger zu langen Bällen zu zwingen, weil wir hinten auf jeden Fall, vor allem mit Yannick Löhn, die Lufthoheit haben. Der wird uns da jeden Ball rausköpfen, der da reinkommt. Und vielleicht sollten wir dann sogar noch auf Tommy Gruppe gehen, der ebenfalls groß ist. Kastenhofer Gruppe mit Löhn Gruppe, mit den beiden sind wir gegen lange Bälle auf jeden Fall einigermaßen ja, gewappnet. Und dann würde ich ganz gerne Yannick Sternberg mitnehmen und den hier auf Linksaußen spielen lassen, als Außenverteidiger auf Unterstützen. Die spielen 4-2-3-1. Ne? Ich glaube, wir belassen es einfach mal dabei, dass wir unser 4-2-3-1 spielen, weil es theoretisch eigentlich sehr gut funktioniert. Wenn wir nur nicht andauernd so viele Gegentore bekommen würden, dann wäre das auch ganz gut. Aber das ist scheinbar einfach so unser Ding. Das ist unsere Spielphilosophie, wie es aussieht. Ja, Moral ist wieder auch nicht mehr so gut. Ne? Ja, machst du nichts. Wir gehen einfach mal in das Spiel rein gegen Ferl. Die spielen ja tatsächlich in diesem 4-4-2. Nikolas Sesser auf der 10. Irgendjemand, den man kennt, wenn man jetzt kein Drittliga-Konnoisseur ist. Na, ich glaube nicht. Naja, komm, lass uns mal reingehen. Schauen, ob wir hier was mitnehmen können. Mannschaft bleibt die gleiche, nur dass Sternberg zurückkehrt, weil der eigentlich der bessere Linksverteidiger ist als Sören Redemann. Zumindest auch offensiv ein bisschen besser als Redemann. Ja, wir haben wieder ein Heimspiel hier, ja, an der Lohmühle.
Und werden dieses Spiel jetzt hier hoffentlich gewinnen. Achso, ich werde nochmal mehr in die Zweikämpfe gehen, anwählen, weil ich das eigentlich immer sehr, vor allem hier im Abstiegskampf finde ich das immer sehr gut. Unterhaching führt schon mal, das ist gut, gegen Waldhof Mannheim. Farona Palido mit der Ecke, 10. Spielminute. Bringt den Ball rein. Ball wird rausgeköpft. Bellemé am Strafraumrand. Dauda Bellemé versucht's. Schießt da mit Mikic an und dabei prallt ins Aus. Nächste Ecke für uns. Jetzt haben wir hier Löwen und Grupe. Pulido auf den kurzen Pfosten. Da ist Tommy Grupe. Schade. Kein schlechter Kopfball. Leider doch ein bisschen drüber. Und auch Ingolstadt führt gegen Bielefeld. Das ist wichtig. Komm schon, Jungs. Komm schon, Jungs. Mikic. Lang raus auf Batista Meier. Velasco hat den jetzt. Gut geklärt von Leon Sommer auf Velasco. Der jetzt auf rechts geht. Einfach mal reinflankt auf Bellemé. Der kommt. Ball landet dann leider überm Tor. Aber im Großen und Ganzen sah das nicht so schlecht aus. Hier Ingolstadt führt gegen Bielefeld. Essen, Duisburg noch 0-0. Jetzt steht es auch 1-0 für Essen. Oh, bitte, Jungs. Bitte, Jungs. Das wäre so fucking wichtig, hier einen Sieg zu holen. Wir sind auch hier wieder die eindeutig bessere Mannschaft. Mehr Ballbesitz, mehr Schüsse. Mehr alles, nur bisher noch nicht mehr Tore. 28. Minute, nächste Ecke für uns. Farona Pulido. Petro klärt. Grupe wieder auf Farona Pulido. Wieder Tommy Grupe. Ball kommt ins Zentrum. Das war eine Riesenchance für Schneider. Nächste Flanke, Bellemé mit dem Kopf. Und unbehauen hat den. Wir spielen wieder gut. Wir spielen wieder gut. Unbehauen lang raus. Sommer auf Velasco. Die Ex-HSV-Kombination da auf rechts außen. Velasco wieder über den Flügel. Flanke kommt. Jan-Marc Schneider. Sternberg. Janek Sternberg schießt. Bleibt hängen. Nächste Ecke. Gegen Tobias Knost. Auch jemand, der früher mal für die zweite des HSV gespielt hat. Farona Pulido bringt den nächsten Ball ins Zentrum. Petro klärt. Und das war's auch wieder mit diesem Highlight. 30 Minuten gespielt, wieder 8-0 Schüsse hier für uns. Wir müssen, also es ist, ich kann in jedem Spiel einfach das Gleiche sagen. Wir müssen einfach mal einen machen. Tun wir aber leider irgendwie nicht. Mirko Boland bringt ihn nochmal rein. Jan-Marc Schneider am zweiten Pfosten. Sternberg. Come on. Ah, ich muss ihn zurücklegen auf Grupe. Grupe auf Velasco. Sommerflanke. Ja. Oh. Bellemé. Und wieder fliegt der Ball raus. Sternberg. Es ist ein absolutes Flankengewitter hier. Vielleicht müssen wir doch Fackeln bringen vorne rein, ne? Noch mal ein bisschen mehr Präsenz in der Luft. Wobei, ich meine, Bellemé ist jetzt auch kein kleiner. Ich glaube, der ist irgendwie 1,87 groß oder so. Hat auch eine ganz gute Sprunghöhe. Pulido, schön. Velasco, Robin Velasco ist durch. Mach ihn, Junge! Was war das denn? Was zum Geier war das denn? Den muss er machen. Ecke Ferl. Erster Abschluss Ferl. Wart's ab. Okay. Ball geht nicht rein. 36. Minute. Und wieder Ecke für uns. Mannheim gleicht gegen Unterhaching aus. Boland auf Grupe. Der verlängert. Taffertshofer kommt nicht an den Ball. Jan-Marc Schneider. 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 Ecke. Die wievielte Ecke ist das jetzt, Alter? Ecke Nummer 8. Nach 38 Minuten. Ja, oder nee, 7 tatsächlich. Ich dachte, das aktualisiert sich noch. Farona Pulido, Grupe. Und auch der ist nicht drin. Und auch der ist nicht drin. Einwurf Sternberg. Der kann die langen Einwürfe. Ist gut. Löwen verlängert. Grupe. Kein Elfmeter. Sternberg auf Löwen wieder. Taffertshofer, Sternberg, Taffertshofer, Sommer. Nächste Flanke sollte kommen. Batista Meier ist aber dazwischen. Oh, schlechter Ball von Batista Meier. Farona Pulido macht es selbst. Chancenverwertung aus der Hölle hier. Wir müssen führen. Wir müssen einfach führen. Schneider. Letzte Aktion vor der Halbzeit. Ferl kommt nochmal über Petro. Oh, wie kommt der denn an? Oh mein Gott. Riesenchance für Ferl. Aber Klevin hält den. Batista Meier mit der Ecke. Klevin ist da, wichtig. Ja, erste Halbzeit ist durch. Wir sind hier ganz, ganz, ganz klar die bessere Mannschaft. Wir spielen die erneut an die Wand. Weiter so. Das sage ich, glaube ich, jetzt zum 7. Mal. Wir müssen mal einen machen. Ist halt einfach so. Ich glaube, also ich gebe Schneider auf Linksaußen mal noch so 10, 15 Minuten. Und bringe dann Bellemé, weil Schneider hier mit Abstand der größte Chancentod ist von allen. Bewertung 6,4.
0,58 Expected Goals hat allein der sich schon erarbeitet. Und so langsam könnte dann auch mal einer sitzen. Jetzt kommt Ferl. Okay. Mirko Boland, von dem haben wir heute noch relativ wenig gesehen. Spielt noch Jan-Marc Schneider, wieder Boland auf Farona Pulido. Und der steckt durch auf Schneider. Schneider ist durch. Schneider liegt quer. Bellemé ist da. Come on. Dauda Bellemé, 50. Spielminute. Und endlich führen wir. Endlich führen wir. Die Pappelkurve rastet aus. Der VfB führt. Und damit, es ist so ein wichtiges Tor wieder, weil wir damit jetzt echt ranrücken an die Nicht-Abstiegsplätze. Schneider macht das hier richtig gut, schließt nicht selbst ab. Der merkt, dass heute nicht sein Tag ist, legt ihn quer auf Dauda Bellemé und der macht das Ding auch mal rein. 52. Minute, wir führen. Wenn wir jetzt mal auf die Tabelle schauen, dann sind es eben in Anführungsstrichen nur noch 5 Punkte in 6 Spielen. Und das ist dann wieder echt möglich. Also wenn das jetzt hier alles so bleibt, Essen führt 2-0 gegen Duisburg, Ingolstadt führt 2-0 gegen Bielefeld. Jetzt müssen wir noch hoffen, dass Mannheim nicht trifft gegen Unterhaching und es da beim 1-1 bleibt, dann rücken wir auch auf die nochmal ein bisschen ran. Ich glaube, jetzt wechseln wir gleich mal. Viertelstunde ist noch zu spielen. Velasco, oh, 2-0! Was ein Kacktor, aber ist völlig egal, wir nehmen's. Robin Velasco, ich wollte ihn gerade auswechseln, zum Glück habe ich es nicht getan. Schießt irgendwie einen Gegenspieler an. Ja, schießt zwei Gegenspieler an. Okay. Und dabei landet im Tor, wir führen hier 2-0. Jetzt wechseln wir mal ein bisschen durch. Wisst ihr was? Ich mache jetzt nicht nochmal den gleichen Fehler. Ich wechsle einen Sechser ein. Ich werde defensiver. Herzog kommt. Taffershofer spielt auf der 6. Nee, Thiel kommt nicht, sondern Breyer. Akono kommt auf links außen. Und dann nehmen wir noch Sommer runter, bringen Hauptmann auf der rechten Seite. Viertelstunde ist jetzt noch zu spielen. Und lass uns dieses Mal bitte diese Führung über die Ziellinie bringen. Bitte. Wäre zumindest schön, jetzt nicht direkt im Gegenzug einzukassieren. Okay, das ist entspannt. Bellemé sehr gut, Akono. Über links ist relativ alleine, hat keinen, dreht sich dann noch um, legt ihn zurück. Taffershofer jetzt mit ein bisschen Platz. Rechts wäre Platz für Hauptmann. Hauptmann im Strafraum. Guter Ball, Akono ist da. Könnte Abseits sein. Es ist Abseits gewesen. 80. Minute wäre fast das 3-0 gewesen, aber der Schiedsrichter hat die Fahne oben. Und pfeift es zurück. 9 Minuten jetzt noch zu spielen. Flanke für Ferl. Batista Meier am langen Pfosten kriegt den Ball nicht, weil Klevin dazwischen ist. Wichtig. Ich dachte kurz, der wirft ihn irgendwie zur Ecke raus oder so. Zum Glück nicht. Sternberg. Boland. Bellemé, kommt nicht durch. Sehr gut, Gruppe nimmt den Ball technisch gut an, spielt dann einen gottlosen Fehlpass. Sessa, och, Klevin. Den muss Sessa sowas von auf Lukocz querlegen. Und dann steht es hier 2-1 und es wird nochmal eine spannende Schlussphase. So wird es keine spannende Schlussphase, weil Ferl nicht trifft. Nochmal Ecke für uns, Hauptmann. Ball wird geklärt, Bellemé. Nochmal Hauptmann, Flanke kommt, Breyer. Ach, schade. Lang raus von Unbehauen. Hauptmann macht das gut. Sehr aggressiv, seitdem er drin ist. Akono. Guter Ball, Bellemé. Oh. Den muss er fast machen. Nochmal eine Ecke für uns, Alter. Boland, Löden. Oh, Junge, Pfosten. Ecke Nummer 12. Für uns im ganzen Spiel. Schon echt beeindruckend. Akuno nochmal. Bellemé. 3-0. Jetzt habe ich schon nicht mehr hingeguckt, weil ich dachte, das Spiel ist eh vorbei. Aber wir machen hier nochmal ein Tor. Wir machen das 3-0. Dauda Bellemé lässt sich feiern. Und das war dann wieder ein sehr überzeugender Sieg. Auch tatsächlich mal ein
ungefährdeter Sieg. Akono macht das über links außen richtig gut. Und ich glaube, wir lassen im nächsten Spiel Akono von auf links starten. Da hat mir hier deutlich besser gefallen als Schneider. Auch wenn Schneider dann mit einer Torvorlage doch noch geglänzt hat. Aber Akono hier in der zweiten Halbzeit eine Augenweide. Gut gemacht, Männer. Das war ein schöner Sieg. Und jetzt schauen wir mal auf die Tabelle. Denn die dürfte jetzt ganz gut aussehen. Pressekonferenz mache ich nicht selbst. Lübeck-Fans wollen Festverpflichtung von Bellemé. Ja, kann ich verstehen. Der Junge ist richtig gut. Also, lass uns mal einen Blick auf die Tabelle werfen. Die sieht jetzt... Unten haben alle gespielt. Das heißt, wir können mal draufschauen. Also, wir sind immer noch 19. Aber wir sind näher dran gekommen. Mannheim hat scheinbar noch verloren. Ja, Schwabel hat in der 93. noch das 2-1 für Unterhaching gemacht. Das heißt, wir sind punktgleich jetzt mit Mannheim. 3 Punkte hinter Bielefeld, 5 Punkte hinter Duisburg. Das nächste Spiel ist dann gegen Unterhaching auswärts. Wird sicherlich nicht einfach. Ja, aber was willst du machen? Lass uns mal rübergehen ins nächste Spiel. Auch hier schauen wir uns dann mal den taktischen Stil der Hachinger an. Und die spielen wieder Ballbesitzspiel. Und auch wieder 4-4-2. Das heißt, genauso wie vor ein paar Spielen, wer war das? Das war Regensburg. Und da haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Das heißt, wir machen es einfach nochmal genauso wie gegen Regensburg. Der beste Mittelfeldspieler scheint Skalatidis zu sein. Defensiv spielen die sehr, sehr, sehr gut, wenn man sich hier mal dieses Polygon anguckt. Das ist interessant, aber dürfte uns eigentlich nicht daran hindern, unser Spiel durchzuziehen. Tizian Hoffmann ist der schlechteste Spieler, was die Physis angeht in der Liga. Interessant. Mit 22 Jahren, Ausdauer 5, daran wird es wohl liegen. Vielleicht können wir dann mal versuchen, wenn er auch spielt, der gute Tizian, er spielt gar nicht, dann lassen wir das. Aber wir spielen genau mit dieser Mannschaft, genau mit diesem Pressing. Das Einzige, was ich machen wollte, ist Cyril Akono spielen zu lassen auf links außen für Jan-Marc Schneider, weil er mir eben ganz gut gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt rein ins nächste Spiel. Es geht hier einfach heute zack, 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 ein Spiel nach dem anderen. Ja, und dann versuchen wir Unterhaching wegzuhauen. Wir gucken nochmal ganz kurz, gegen wen die anderen so spielen. Oder haben die anderen schon gespielt? Nee, die anderen spielen dann... Doch, die haben schon gespielt. Okay. Warte mal. Die anderen haben schon gespielt. Dann schauen wir doch direkt mal rein. Und zwar, Bielefeld spielt nur unentschieden. Die gewinnen nicht. Und Duisburg gegen Mannheim, das war ein richtig wichtiges Duell. Die spielen auch nur unentschieden. Mit einem Sieg also könnten wir auf 3 Punkte an Duisburg heranrücken. Und dann hätten wir in der nächsten Folge... Nee, in der übernächsten Folge das direkte Duell gegen Duisburg und können dann eventuell, je nachdem wie die Spiele dann danach laufen, an denen vorbeiziehen. Das ist noch relativ konjunktiv alles, aber die Basis muss ein gutes Spiel und ein Sieg gegen Unterhaching sein. Mit einem Sieg gegen Unterhaching ziehen wir zumindest mal an Waldhof vorbei und auf 1 Punkt an Bielefeld ran, was auch schon nicht so ganz unwichtig wäre. Ja, aber es ist natürlich kein Selbstgänger. Unterhaching ist eine gute Mannschaft, eine der besseren Mannschaften in der zweiten Liga, würde ich einfach mal so sagen. Dann lass uns auch mal wieder Sternberg einsetzen, der mir gut gefallen hat, und genau mit dieser Mannschaft... Warte mal, Redemann nehmen wir mal definitiv mal mit. Nehmen wir dann für Daube mit. Und dann gehen wir einfach mit genau dieser Mannschaft in das Spiel gegen Unterhaching. Auf geht's. So, macht so weiter wie beim letzten Mal. Das hat mir richtig gut gefallen. Und mich beeindruckt echt, wie diese Mannschaft hier in den letzten Spielen performt. Ne? Also man erkennt wenig Verunsicherung oder irgendwas. Das ist doch überraschend. Ich dachte, wir werden hier viel mehr Probleme damit, also mit der Moral bekommen. Boah. Und damit auch mit der Intensität in den Spielen, mit dem Kombinationsspiel und so, das sieht alles extrem gut aus. Also die Jungs können es wohl eigentlich theoretisch. Sie kriegen es nur in der Realität leider nicht so wirklich auf den Platz. Skalatidis mit der Flanke, Löden klärt, Westermeier, Welsmüller, wieder Westermeier und er lupft den quasi übers Tor. 12 Minuten, mal wieder eine Ecke für uns. Also wenn wir irgendwas mittlerweile können müssen, dann sind es Ecken. Das ist... Wir haben eine nach der nächsten, Kastenhofer und Vollert fängt den. Ich glaube, wir tragen, ich glaube, wir schlagen hier in den Spielen mehr Ecken als im Standardtraining an sich. Das ist schon echt crazy. Kastenhofer jetzt auf Mirko Boland. Boland lang auf Cyril Akono. Der über links spielt ihn zurück jetzt, hoffentlich. Ja, macht er Faruna Polido. Der wird gefoult. Es gibt schon wieder Elfmeter. Und jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass Jan-Marc Schneider nicht spielt. Weil der wird den machen. Wer schießt? Es ist Yannick Sternberg. Sternberg schießt und trifft. Komm. 13. Minute. Wir führen gegen Unterhaching, Leute. Yannick Sternberg ist es. Auch das ist ein Ex-HSVer. Wie irgendwie fast jeder hier in diesem Safe. Ich habe das Gefühl, die halbe dritte Liga hat schon mal bei der zweiten vom HSV gespielt. Schöner Elfmeter von Sternberg, rechts unten in die Ecke. Und wenn man sich jetzt mal die Tabelle anguckt, dann sieht das richtig gut aus. Langer Einwurf Sternberg, Bellemé aus der Entfernung vielleicht. Da oder Bellemé schießt. Aber René Vollert hat ihn. Kann ihn ins Auslenken. Und es gibt mal wieder eine Ecke für uns.
Wieder schlägt Mirko Bohlen den rein. Yannick Löwen springt leider nicht hoch, sonst hätte er den vielleicht gehabt. Kriegt nochmal die Chance. Boland war aber leider abseits. 21. Minute, jetzt kommt das erste Mal Unterhaching von rechts. Galatidis kriegt den Ball aber nicht ins Zentrum. Tafazhofer spielt ihn lang. Reschepi ist da. Und es geht wieder in die andere Richtung. Viel Spielkultur ist es aber nicht, was die Spielvereinigung Unterhaching ihren Heimzuschauern hier anbietet. Denn wir sind jetzt wieder im Ballbesitz über Leon Sommer. Okay. Na gut. Interessant. Vollort haut den lang raus. Löwen wieder auf den eigenen Mann. Also Yannick Löwen da hinten ist echt geil, den da zu haben. Vor allem bei langen Bällen dann. Boland auf Faruna Pulido. Guter Ball, Daouda Belemé. Oh. Fast das 2:1. 2:0, aber ich glaube, das wäre auch abseits gewesen. Oder es war sogar abseits. Insofern, nicht schlimm, dass er den nicht gemacht hat. Belemé hat schon gelb und Tafazhofer hat gelb. Vor allem bei Tafazhofer müssen wir aufpassen. Bei oberen Mittelfeldspieler mit einer gelben Karte ist immer so eine Sache. Und das war ein grauenvoller Pass von Yannick Sternberg. Auf einmal ist Hopsch durch, Tafazhofer, Keller. Und knapp vorbei. Den hätte Klevi nicht gehabt. Unterhaching hier mittlerweile die etwas bessere Mannschaft, haben mehr Abschlüsse als wir. Aber wir haben das Tor. Wieder langer Einwurf von Sternberg. Kriegt den zweiten Ball. Wir bleiben im Ballbesitz. Leon Sommer auf Kastenhofer. Kastenhofer lang. Velasco auf rechts. Flanke kommt. Oh. Komm, noch ein Versuch. Velasco wieder. Kann schießen. Schieß doch, Junge. Mach da. Oh. Ich dachte, der ist drin. Ich dachte echt, der ist drin. Aber leider nicht. Faruna Pulido mit der Ecke. Akono. Oh. Löwen, Belemé, 2:0 für uns. Geil, Mann. Geil. Und es ist wieder ein Tor nach einer Ecke, ne? Also die sind echt gefährlich, unsere Ecken. Auch wenn es jetzt nach dem zweiten Ball war. Aber völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Faruna Pulido mit der Ecke. Der Ball prallt irgendwie wieder raus. Yannick Löwen legt den ab auf Daouda Belemé. Unterhaching deckt den Rückraum halt einfach mal so gar nicht. Und dabei rutscht er irgendwie durch die Beine des Verteidigers durch. Ins Tor zum 2:0. Und so langsam, vielleicht finden wir so langsam einen kleinen Lauf, eventuell. Jetzt machen wir zumindest auch mal die Tore, ne? Also hier haben wir uns zumindest noch keine Chancen für 7 Tore rausgespielt, wie sonst immer in unseren Spielen. Und wir haben trotzdem 2-mal getroffen. Das ist doch schon mal ein positives Signal. Und vor allem, dass Daouda Belemé jetzt so zuverlässig trifft, das macht doch echt Mut für die nächsten Spiele. Westermeier jetzt, Unterhaching kommt nochmal vor der Halbzeit. 45. Minute. Galatidis. Oh, mit sehr viel Platz. Und dem Anschlusstreffer, Simon Galatidis. Vielleicht sollten wir den einfach mal umtreten, den Galatidis. Das werde ich den Jungs gleich in der Halbzeit mal sagen, dass sie dem mal eine Sonderbehandlung geben sollten. Machen wir mal. Zack, hart tackeln. Ich glaube, der ist auch richtig gut. Ja, der ist tatsächlich richtig gut. Auf den schwachen Fuß zwingen, hart tackeln. Okay, und dabei belassen wir es. Ansonsten werden wir, glaube ich, einfach mit der gleichen Mannschaft in die zweite Halbzeit gehen. Sternberg macht ein gutes Spiel, Löwen macht ein gutes Spiel und Belemé macht ein gutes Spiel. Eigentlich wenig Grund, etwas zu ändern. Auch anhand, also ich habe jetzt keine großen... Akono. Oh! Boland. Oh, Vollert. Vor allem die Ecken, ne? Vor allem die Ecken. Vielleicht sollen wir sogar versuchen, einfach Standards rauszuholen. Einfach immer wieder den Gegner anschießen, solange bis wir eine Ecke haben und dann daraus unsere Tore schießen, weil das ist irgendwie so das, wie es zu funktionieren scheint. Leon Sommer. Auf Boland. Oh, ich dachte, da kommt nicht an. Pulido auf Akono. Wieder Boland. Das sind alles nicht... keine risikolosen Pässe, aber die kommen halt alle an, ne? Die kommen halt alle an. Sommer hat jetzt richtig viel Platz auf rechts. Zieht ins Zentrum, warum auch immer. Leon Sommer! Kann auch zur Grundlinie gehen und den Ball dann reinbringen. Da wäre genug Platz da gewesen. Und die Strafraumbesetzung ist auch nicht so schlecht. Wäre vielleicht die bessere Idee gewesen. Aber wir behalten den Fuß auf dem Gas. Boland auf Velasco. Ich bin auch sehr froh, dass Boland hier bisher durchspielen kann. Dass sein Körper mit 36 Jahren noch hält. Boland, das macht er gut, geht in den Strafraum. Welsmüller, die Grätsche war gar nicht gut. Boland, flacher Ball ins Zentrum. Faruna Pulido, 3:1. 57. Minute. Und es sieht richtig, richtig gut aus. Es sieht richtig gut aus. Und dieses Tor gehört alleine Mirko Boland, Fußballgott.
und Welsmüller, der Boland den Ball dann nochmal vorlegt. Der Ball kommt ins Zentrum. Der Torwart ist noch da, war Verona Pulido. Deswegen ist es wichtig, eine gute Strafraumbesetzung zu haben, dass man auch so einen Abpraller dann eben mal reinmachen kann. Und genau das passiert hier dann auch. Wir müssen mal Velasco runternehmen, der sich leider verletzt hat. Da bringen wir dann mal vom Herzog auf rechts außen. Kann er, glaube ich, auch. Naja, so mittel. Dann möchte ich gerne Taffertshofer runternehmen. Dann machen wir es so. Spielt Herzog da auf der 6. Ich glaube, der ist ein bisschen besser aufgehoben. Und Hauptmann auf rechts. Ganz gutes Dribbling. Dann machen wir das mal so. Sternberg ist ebenfalls müde. Dann bringen wir da wieder Redemann, der das gut gemacht hat. Lassen ihn wieder ein bisschen defensiver spielen und gehen in die letzte halbe Stunde. Einwurf Sommer. Auf Verona Pulido. Der wird nicht wirklich angegriffen. Wird nicht wirklich angegriffen. Und der Schuss war gar nicht so übel. Aber René Vollard pflückt das Ding aus der Luft. Und es bleibt hier beim 3:1 für den VfB. Viertelstunde ist jetzt noch zu spielen. Letzten 10 Minuten laufen. Es scheint nichts zu passieren. 5 Minuten noch. Ich glaube, wir gewinnen das. Nachspielzeit. Dann machen wir mal ein paar Zeitspielwechsel. Boland raus. Gruppe rein. So rum. Sommer raus. Thiel rein. Ich glaube, Redemann kann auch. Kann er nicht. Dann machen wir es so. Spielen alle auf Verteidigen. Letzten 4 Minuten laufen. Letzte Minute läuft. Und noch ist nicht Schluss. Es gibt nochmal einen Einwurf. Normalerweise müsste der Schiedsrichter genau jetzt abpfeifen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Unterhaching keine 2 Tore mehr schießt. Janik Löden auf Hauptmann. Nochmal ein langer Ball. Schade. Aber eins könnten sie vielleicht noch machen. Welsmüller. Meier. Meier ist durch. Meier ist durch. Und eins machen sie tatsächlich noch. Aber ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder zu früh. Bitte nicht, ey. Bitte nicht. Komm. Pfeif ab. Er pfeift ab. Okay, danke. Ich habe schon echt wieder Angst gehabt, ey. Am Alpenbauer Sportpark gewinnen wir aber mit 3:2 gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Gut gemacht, Jungs. Schöner Sieg für uns. Und schaut euch mal diese Tabelle an. 33 Punkte, noch 3 Punkte entfernt vom MSV Duisburg. In der nächsten Episode haben wir dann Dortmund 2, Bielefeld und Duisburg. Ja, wenn wir daraus 2 Spiele gewinnen können, dann glaube ich, dürften wir irgendwo auf einem Nicht-Abstiegsplatz stehen. Freiburg, by the way, schon abgestiegen. Ja, und so langsam habe ich echt ein gutes Gefühl. Ich bin echt optimistisch. So langsam, kann man glaube ich sagen. Ich bin sehr gespannt, wie es in der nächsten Folge läuft. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Unfassbar.